Ich sage tschüss und gebe direkt weiter an Theo Koll und Berlin direkt. Vielen Dank, Barbara Hallwig. Zwei politische Krönungen stehen an und sie könnten nicht unterschiedlicher ablaufen. Blutig bei der Union, kuschelig bei den Grünen. Und mit der neuen Notbremse und Ausgangssperre beschäftigen wir uns heute auch noch. Herzlich willkommen zu Berlin direkt. Wer aktuell mit führenden CDU-Vertretern spricht, der hört dramatische Aussagen. Es drohe ein Blutbad in der CDU und eine zertrümmerte Partei. Die Unionskonstruktion werde zerlegt, die CDU sei in Gefahr, zerstört zu werden. Dass nach 16 Jahren Angela Merkel eine neue Ära beginnen würde, das war klar. Dass der Machtkampf um ihr Erbe aber so brutal werden würde, scheint die CDU-Spitze fatal zu überraschen. Markus Söder hebelt die bis dato für gültig gehaltene innerparteilich repräsentative Demokratie kurzerhand aus, setzt auf einen basisdemokratischen Prozess und nennt es die moderne Form von Demokratie. Mathis Feldhoff berichtet. Es ist der Krieg zweier Egos und sie riskieren alles. Er hält sich für den Besseren, für erfolgreich und geradlinig. Und auch er glaubt an sich, an seine Kraft und seine Wahlsiege. Es ist das Team rücksichtslos gegen das Team machtlos. Am letzten Sonntag hat Markus Söder seinen Hut in den Ring geworfen und gleich signalisiert, er würde Laschet natürlich den Vortritt lassen. Doch irgendwie hatten der CDU-Chef und seine Unterstützer nicht ganz bis zum Ende zugehört. Armin hat in einem der Interviews letztens gesagt, und das fand ich wichtig und auch beeindruckend, es soll dann am Ende derjenige, der Kanzlerkandidat sein, der die besten Wahlchancen für unsere gemeinsame Idee hat. Jetzt belauern sie sich. Seit einer Woche reden sie. Seit einer Woche ohne Ergebnis. Um die Spitzenegos herum entbrennt ein Stellungskrieg. Die Parteigremien, die Fraktionen diskutieren. Ein Meinungsbild wird geprägt, eine Erwartungshaltung entsteht. Zerstörerische Kräfte wirken. Wenn die Wählerinnen und Wähler jeden Tag merken, die bekämpfen sich ja stärker als den politischen Gegner, dann besteht in der Tat die Gefahr, dass die Menschen ihr Vertrauen in die Union weiter verlieren. Was mir gar nicht gefallen hat, war, dass Markus Söder die CDU-Führungsgremien, Bundesvorstand und Parteipräsidium als Hinterzimmer abgetan hat. Damit hat er schon die Legitimität der CDU insgesamt tangiert und untergraben. In der CDU haben sie Söder und seine Truppe falsch eingeschätzt. Der Krawallbruder, dessen Auftritt zwar laut ist, der aber selten durchziehe. Seid ihr bereit für Söder? Dabei hätte man es wissen können aus dem Machtkampf mit Seehofer. Schon vor 3 Jahren sollte ihn die Parteibasis an die Macht putschen. Es ist das Skrupellose, das Intrigante, das Hinterhältige, sagen seine Kritiker, das die Söder'sche Politikmaschine antreibt. Könnt ihr das nicht ohne mich machen? Ich krieg sonst Ärger. Und immer so tun, als hätte er nichts damit zu tun. Kühl, kalkuliert und oft erfolgreich. Laschet ist ein ganz anderer Politiker als Söder. Eher ausgleichend wirkt er oft langweilig und wankelmütig. Aber einer, der selbstbewusst sagt, ich kann auch Wahlen gewinnen, nicht nur Umfragen. Aber Sie werden nicht Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wo 50 Jahre eine andere Partei regiert hat, wenn Sie nicht die Idee haben, was Sie aus dem Land machen wollen und wenn Sie am Ende nicht auch gewinnen wollen. Die Personalfrage spaltet vor allem die CDU, an der Basis und in der Spitze. Rainer Haseloff, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Tobias Hans aus dem Saarland oder Michael Kretschmer aus Sachsen werben offen oder verdeckt für Söder. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Hessens Ministerpräsident Bouffier oder Merkel-Vertraute Annette Schavan halten dagegen. Die K-Frage wird zur offenen Feldschlacht. CDU-Hochsauerlandkreis gestern. Dass Friedrich Merz hier zum Direktkandidaten gewählt wird, geht fast unter. Genauso wie sein Votum für Laschet angesichts der Dramatik in Berlin. Die Woche hinterlässt Spuren in der Partei. Im Moment halte ich mir nur die Hände vors Gesicht und denke, es kann nicht wahr sein. Das, was in Berlin im Moment läuft, ist für mich nicht mehr verständlich. Das ist nicht mehr unsere Partei. Das konträre Bild zur gleichen Zeit in Sachsen. Hier im Ostteil der CDU ist Söderland.
Im Wahlkampf muss man polarisieren können und das kann ja Markus Söder ganz offensichtlich. Dass er ein Freund des klaren Wortes ist, das ist was die Leute hier in Sachsen, glaube ich, mögen. Aus dem Kampf um eine Kandidatur ist längst ein Kampf um die Einheit der Union geworden. Ein Bruch ist ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Und in Kiel begrüße ich den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union. Guten Abend, Johann Wadephul. Herr Wadephul, die selbstgesetzte Frist für die Einigung ist so gut wie abgelaufen. Und Sie gehören zu den wenigen aus der Unionsspitze, die sich zu äußern wagen. Hinter vorgehaltener Hand warnen ja viele, die Union, die CDU drohe sich zu zerlegen. Teilen Sie diese Sorge? Nein, die teile ich nicht. Und ich würde auch zunächst vielleicht sagen wollen, Herr Koll, das Wichtigste ist, dass wir inhaltliche Politik machen. Wir bekämpfen diese Pandemie. Auch an diesem Wochenende, heute Abend sitzen die Fraktionsspitzen zusammen. Aber bleiben wir bitte bei der Union. Personalfragen sind wichtig. Wir kommen selbstverständlich auch zur Lösung dieser Personalfrage. Aber es ist gerade eben gesagt worden, wir haben diese Lage seit einer Woche, nicht länger. Und man wird ja wohl eine Woche eine derart wichtige Frage in Ruhe bereden können. Ich bin eigentlich stolz darauf, wie offen das geschieht. Wir ringen miteinander. Das ist anders als bei den Grünen, die ja mal Basisdemokratie empfunden haben und jetzt von oben diktiert bekommen, wen sie als Kanzlerkandidaten zu nehmen haben. Wir ringen miteinander und das sehr offen und das kann auch mal eine Woche andauern. Ringen ja, die beiden haben ja auch eine Frist gesetzt bis heute Abend. Die Lösung ist nicht in Sicht. Wird also die Fraktion am Dienstag das Gremium der Entscheidung sein? Und wenn ja, kennen Sie die Fraktion ja sehr gut. Wie sind da die Mehrheiten? Erst einmal ist dieser Tag nicht zu Ende und ob die Fraktion entscheidet, das müssen auch die Parteivorstände und das müssen auch die Parteivorsitzenden sagen. Ich werde jedenfalls einer Abstimmung in der Fraktion nicht zustimmen, wenn mein Parteivorsitzender Armin Laschet das nicht möchte. Wir werden beide brauchen. Wir haben zwei erfahrene Ministerpräsidenten, wir haben zwei Parteivorsitzende. Wir brauchen beide für den Wahlsieg und wir brauchen eine einvernehmliche Lösung. Und ich erwarte diese einvernehmliche Lösung auch. Aber in der CDU entscheidet Armin Laschet, was geschieht. Wenn beide zustimmen, wird dann diese Fraktionsabstimmung die entscheidende Entscheidung, an der niemand mehr vorbeikommt? Nochmals, es sind Parteien, die Spitzenkandidaten aufstellen. Und wir haben eine besondere Situation, dass wir zwei Parteien sind. Dafür gibt es also keinen gemeinsamen Mitgliederentscheid, wie das gerade eben vorgeschlagen wurde. Ich nehme an dem Verfahren teil, was das höchste Gremium meiner Partei, der Bundesvorstand, beschließt. Und wenn der so etwas beschließen sollte, dann machen wir eine Abstimmung in der Fraktion. In der Fraktion sitzen viele Kandidatinnen und Kandidaten für die nächste Wahl. Aber es ist eine Parteientscheidung. Und deswegen warte ich in aller Ruhe und aller Gelassenheit ab, wie die beiden Parteivorsitzenden diese Frage entscheiden oder ob sie ein Verfahren vorschlagen. Mein Vertrauen in Armin Laschet und Markus Söder ist sehr groß, dass das friedlich entschieden wird und dass wir das so miteinander tun. Das ist eher ein gutes Zeichen für die Union als ein schlechtes. Herr Wadephul, viele in der CDU warnen ja vor einem Kandidaten Markus Söder und verweisen auf Charakterdefizite. Der Ministerpräsident Haseloff hat das ganz offen angesprochen. Er sagte, es ginge um eine harte Machtfrage, nicht um Charaktereigenschaften. Beim politischen Gegner würde die Union so etwas doch als moralische Bankrotterklärung bezeichnen. Also sowas teile ich nicht. Beides sind herausragende Ministerpräsidenten, die gezeigt haben, dass sie Wahlen gewinnen können. Die gezeigt haben, dass sie Menschen ansprechen. Armin Laschet hat das mit Selbstbewusstsein für NRW unterstrichen und auch den Freistaat Bayern regiert man und da wird man nicht ohne weiteres Ministerpräsident. Also wir haben zwei herausragende Köpfe, natürlich mit Gestaltungswillen. Ich möchte auch jemanden haben, der Bundeskanzler werden will, der Gestaltungswillen hat, der auch den Willen hat, sich durchzusetzen. Wir leben in einer schwierigen Welt und mit schwierigen Staatschefs in anderen Ländern. Und da brauchen wir jemanden, der es kann, Herr Wadephul, der es will. Sie selbst haben ja auch die guten Umfragewerte als Argument für Söder betont. Ganz kurze Antwort bitte. Erwarten Sie auch eine Entscheidung oder ein Machtwort von Angela Merkel? Nein, ich glaube, die beiden sind an der Stelle Manns genug, das alleine hinzubekommen. Wir haben zwei starke Parteivorsitzende, die beide jeweils die volle Unterstützung ihrer Parteien haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Schönen Abend. Schön. Die kommende Woche soll darüber entscheiden, ob wir alle künftig noch nach 21 Uhr das Haus verlassen dürfen. Denn die Bundesregierung will eine bundesweite Notbremse beschließen mit automatischen Maßnahmen, sollte die Inzidenz auf über 100 steigen. Was derzeit in
84% der Landkreise der Fall ist. Die Koalitionsfraktionen wollen morgen in Sondersitzungen den Regierungsentwurf noch einmal bearbeiten. Es wäre eine Entmachtung der Länder, aus denen deutliche Warnungen kommen, ob das Ganze angemessen und verfassungsgemäß sei. Heike Slanski berichtet. Es sollte ihr Gesetz werden im Kampf gegen die dritte Welle. Gut ein Jahr nach dem ersten Shutdown, knapp 2 Dutzend Treffen mit den Länderchefs, bei denen sie sich oft nicht durchsetzen konnte. Nun will sie mehr Kompetenzen für den Bund, klare Ansagen an die Länder. Jeder Tag zählt. Jeder Tag früher, an dem die Notbremse bundesweit angewandt ist, ist ein gewonnener Tag. Ein Bremsmanöver, das die Kanzlerin ins Schleudern bringt. Es hagelt heftige Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Ich habe diese Diskussion über Flickenteppiche zugegebenermaßen nur in der Politik und in Medien wahrgenommen. Bei dem Blick aus Berlin, wenn man auf die Landkarte guckt, ist das natürlich immer schön, wenn alles möglichst einheitlich ist, geht aber an der Lebenswirklichkeit der Menschen völlig vorbei. Unterschiedliche Handlungen, wenn die Inzidenzen unterschiedlich sind, ist der absolut richtige Weg. Schleswig-Holstein hat gut reden. Seine Inzidenzzahlen sind noch halbwegs im grünen Bereich. Nach MPK-Beschlüssen galt mal die 50, mal die 35. Künftig soll es die 100 sein, die zum automatisierten Lockdown führt. Derzeit würde das für rund 80% der Landkreise gelten. Die Inzidenz als Maßstab, davon rät dieser Virologe dringend ab. Das sind willkürliche Zahlen, die können massivst beeinflusst werden von der Zahl der Tests. Je mehr ich teste, desto höher ist auch diese so gefühlte Inzidenz. Sie können massiv beeinflusst werden auch von der Personengruppe, die ich konkret teste. Es gibt viele andere Störfaktoren. Und vor allen Dingen, sie zeigt nicht den an, wie viele Personen wirklich erkranken. Nach zarten Öffnungen in Berlin, shoppen mit Negativtest, droht ihr ein unbefristeter Shutdown, obwohl das RKI beim Einzelhandel kein erhöhtes Infektionsrisiko festgestellt hat. Fassungslosigkeit. Ich werde enteignet, ich werde nicht entschädigt. Man wird hier als einzelne Branche geopfert für den Gesundheitsschutz und außen vor gelassen aus meiner Sicht. Also es wird immer von der Wirtschaft geredet, aber die Wirtschaft ist in dem Maße gar nicht betroffen. Kontaktvermeidung um jeden Preis, so das Ziel, aber doch nicht draußen, mahnen Aerosolforscher und schlagen Alarm. Wir müssen eigentlich alles tun, um die Leute zu motivieren, ins Freie zu gehen. Auch Sportveranstaltungen, also Amateursport im Freien, würde ich sofort öffnen. Ja, wir müssen die Leute aus den Räumen rausbekommen. Die Inzidenz deutschlandweit aktuell bei 162, zu hoch. Die Krankenhäuser am Anschlag. Deshalb eine bundesweit geltende Ausgangssperre ab 21 Uhr, so der Plan. Obwohl verfassungsrechtliche Bedenken immer lauter werden. Letztendlich möchte man mit einer solchen Ausgangssperre ja in erster Linie andere Maßnahmen, nämlich Kontaktbeschränkungen, einfach vereinfachter durchsetzen. Das hat natürlich zur Folge, dass wir eine Vielzahl von Verhaltensweisen, die an sich völlig unproblematisch sind, dass sie keinen Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten können, man denke an den abendlichen Spaziergang, verbieten. Und mit einer solchen Holzhammermethode dann die Grundrechte einzuschränken, das ist schwierig. Auch Merkels Juristen warnen, sowie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. In einem Gutachten wird die Verhältnismäßigkeit angezweifelt, Kritik an den Ausgangsbeschränkungen geäußert und fehlende Ausnahmen für Geimpfte bemängelt. Während sich der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, uneingeschränkt hinter Merkels Gesetz stellt, gehen immer mehr von der eigenen Truppe von der Fahne. Auch im Unionslager ist das Gesetz stark umstritten, die Opposition geschlossen dagegen, aus unterschiedlichen Gründen. In der jetzigen Fassung sind wir wirklich klar dagegen, eben weil einmal die Bundesregierung viel zu viele Befugnisse bekommt, ein Persilschein für weitere Maßnahmen, das ist für uns verfassungsrechtlich nicht in Ordnung, und außerdem fehlen entscheidende Maßnahmen, wie zum Beispiel eben Arbeitsschutz. Und nur den bräuchte es dringend, damit Infektionsgeschehen wirklich wirksam aufgehalten werden kann. Deutschland macht sich weltweit lächerlich. Es muss bei uns was falsch gelaufen sein, wenn Nachbarländer von uns in der Lage sind, das zu bewältigen, muss man sich fragen, warum Deutschland nicht. Wir sind offensichtlich nicht mehr Weltmeister beim Organisieren, sondern deutlich zurückgefallen. Bremsen, bis es quietscht. Was als Durchgriff geplant war, droht zu entgleiten. Der Schutz des Lebens gegen alle anderen Rechte, und das im 14. Monat der Pandemie.
Morgen früh um 11 Uhr verkünden die Grünen, wer ihre Kanzlerkandidatin, ihr Kanzlerkandidat sein soll. Viel spricht dafür, dass es Annalena Baerbock wird, aber nichts ist nach außen gedrungen, vor allem kein Schlachtenlärm, keine Flügelkämpfe, keine erkennbaren personellen Querelen. Ein Duell, das keines sein durfte. Auch das ist eine Zeitenwende. Häuptlingswahl mit Friedenspfeife. Das sind die neuen Grünen, es sei denn, es geht um Indianerhäuptlinge. Florian Neuhahn berichtet. Als es 2013 eine Auswahl für die grüne Spitzenkandidatur gab, ließ die Partei die Basis entscheiden und war stolz darauf. Das ist eine Art von Beteiligung und Demokratie, die noch niemand in Deutschland so erlebt hat. Als 2017 wieder mehrere Spitzenleute antraten, durfte die Basis bestimmen. Die Partei feierte sich dafür. Wir zeigen hier, bei uns ist die Basis Boss. Als es 2021 erstmals um die Kanzlerkandidatur geht, entscheiden zwei, die sich das beide zutrauen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, ganz allein. Die Partei hat sich dem Duo unterworfen. Interviews dazu führen zu nichts. Wenn die Basis ein Problem mit dieser Lösung hätte, dass Robert und Annalena das untereinander besprechen und sich verständigen, dann hätte sie es gesagt. Was auch immer die Entscheidung ist, ich glaube, sie wird eine gute sein. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir so zwei super Leute an der Spitze haben, die es beide können. Und ich bin mir sicher, dass die beiden als Team eine gute Lösung finden. Zur DNA der Grünen Partei gehörte der öffentliche Streit, wie hier über einen deutschen Kriegseinsatz. Doch unter Baerbock und Habeck soll niemand die Harmonie stören. Wer etwas inhaltlich anders sieht, gibt lieber kein Interview. Dank der Aussicht auf Macht regiert eiserne Disziplin, vom Bundesgeschäftsführer milde als Teamgeist verkauft und mit einer Kampfansage verbunden. Dieser Teamgeist, der hat uns doch so stark gemacht und dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Die Union hat kein Abo aufs Kanzleramt und wir wollen das Unwahrscheinliche möglich machen. Und dafür ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang. Die neue grüne Devise, bloß keine ideologischen Debatten, bloß nicht neue Wählerschichten verschrecken. Was sich auch im Entwurf für das Bundestagswahlprogramm sehen lässt, wo die Grünen vielen Vorhaben viel Geld versprechen. Gern hätte man beim Institut der deutschen Wirtschaft für Berlin direkt nachgerechnet, wie viel das alles kostet. Doch dafür bleibt der Text schlicht zu vage. Das Programm benennt wenige Zahlen und das aus gutem Grund, weil man nach allen Seiten hin offen sein will und auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, dass allzu viel nachrechenbare Genauigkeit dann zu einem Problem werden kann. Noch immer wirkt das Trauma des 2013er Wahlkampfs nach, als die Grünen ein Programm vorlegten, bei dem jeder nachrechnen konnte, was das für sie oder ihn bedeuten würde. Auch aus Angst, angreifbar zu werden, entscheiden sich die Grünen heute lieber fürs Unkonkrete. Ein Fehler, den wir nicht wiederholen sollten, ist, ein 1:1 komplett durchgerechnetes, durchfinanziertes Programm zu haben. Kein Streit also nirgends? Doch es gibt sie, die harmlosen Fragen, die die grüne Harmonieblase zum Platzen bringen können. Wie beim Parteitag der Berliner Grünen im März. Was wolltest du werden, bevor du regierende Bürgermeisterin werden wolltest? An dieser Stelle hatte Berlins grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ihren Kindheitstraum beschrieben, Indianerhäuptling zu werden. Das Wort sei diskriminierend, schimpften daraufhin nicht wenige. Aus dem Videomitschnitt wurde es nachträglich entfernt. Wenn mich jemand darauf hinweist, dass ich ein Wort verwende, das verletzend ist und diskriminierend ist für manche Menschen, dann kostet es mich überhaupt nichts, darauf zu verzichten. Solche neuen Verbote zu installieren und Sprachregelungen, die nicht wirklich aus dem Geist von Freiheit und künstlerischem Spielen kommen, das finde ich nicht angemessen. Es ist eine große Debatte, die längst die Grünen erreicht hat, um korrekte Wortwahl und linke Identitätspolitik. Ab morgen greifen die Grünen nun ganz offiziell nach der Schaltzentrale der Macht. Doch mit der Ambition wächst der Gegenwind und das Risiko, dass jede dieser Debatten KanzlerInnenträume früh zerstört. Horst Seehofer, Bundesinnenminister und als politisches Söder-Opfer geltend, stellte in dieser Woche die Kriminalstatistik vor und wurde dabei auch zur Schlacht um die Kanzlerkandidatur befragt. Berlin Direktor. Ihnen noch einen entspannten und guten Abend. Herr Seehofer, wie bewerten Sie die Turbulenzen in der K-Frage in der Union? Sind Sie für Laschet oder Söder? Die Anstehen, die hat nun wirklich nichts mit der Statistik zu tun.
Das erscheint nicht in der Statistik. Noch nicht. Wollen wir mal hoffen, dass es auch in der Statistik des Jahres 21 nicht erscheint.